Die Ankündigung der baldigen Veröffentlichung von Inside auf der letzten E3 kam überraschend, war aber durchaus willkommen. Man hatte schon lange nichts mehr von dem neuen ambitionierten Projekt der Limbo-Macher Playdead gehört und nicht einmal einen Monat später ist das Spiel dann sowohl für die Xbox One als auch für den PC erschienen. Und jetzt nach dem Durchspielen bin ich wirklich glücklich über die Existenz von Inside, kann es aber gemessen an den aktuellen Gegebenheiten nicht in jeder Hinsicht so hoch in den Himmel loben wie der Großteil der Tester. Wir haben hier einen geistigen Nachfolger zu Limbo vor uns, der sich vor diesem Vergleich nicht verstecken muss. Man startet als kleiner Junge in einem Wald und die Steuerung ist exakt gleich, wenn auch in anderer Hinsicht unterschiedlich eingebunden, worauf ich noch zu sprechen komme. Die Hommage an ihr vorheriges Werk zeigt sich ab der ersten Sekunde, wird aber im weiteren Spielverlauf viel mehr als das. Auch diesmal ist es den dänischen Entwicklern gelungen, eine interessante Spielwelt mit einem ungewöhnlichen Mix zu erschaffen. Man erkundet alte Farmgebäude, seltsame Fabrikanlagen mit unheimlichen Überwachungssystemen und unterirdische U-Bahn-Tunnel bis hin zu versenkten Forschungseinrichtungen. Irgendwas scheint in dieser Welt ganz und gar nicht zu stimmen. Leute mit Masken durchstreifen die Wälder und dann diese ganzen menschlichen Hüllen, die per Gedankenkontrolle niedere Arbeiten verrichten und wohl extra für diesen Zweck gezüchtet werden. Man erkennt hier viele Ansätze dystopischer Werke wie Brave New World, die Inside eine äußerst düstere Atmosphäre verleihen. Der Soundtrack ist von einem ähnlichen Schlag wie Limbo und bringt die gewünschte Stimmung an den richtigen Stellen ausgezeichnet rüber. Das Spiel macht kein Geheimnis daraus, dass der Junge, den man spielt, ein Außenseiter ist, der von den anderen gejagt wird. Wie genau die Gesellschaft im Spiel so verkommen konnte und was die Hintergründe des Jungen sind, verrät das Spiel leider nicht. Uns verbleibt daher nur die Spekulation. Es ist ebenso bemerkenswert, wie detailverliebt dieses Spiel ist. Ob nun das eine Küken, das nicht mit den anderen mithalten kann, der herumtastende Arm auf dem Boden oder Leute, die sich bei Lärm nachvollziehbar umschauen. Das Spiel ist voll mit solchen tollen Nebensächlichkeiten. Seine Qualitäten als Plattformer weiß Inside ebenfalls auszuspielen. Die Gehirnkontrolle ermöglicht aufregende Puzzles, wenn man andere Körper kontrolliert, was oft den Hintergrund mit einbezieht. Dazu kommen kollektive Abschnitte, in denen euch Gruppen von willenlosen Sklaven folgen und helfen voranzukommen. Das habe ich so noch nie vorher gesehen und finde die Umsetzung einfach klasse. Wasser spielt diesmal auch eine sehr große Rolle, was ich so nicht erwartete. Immerhin kann der Junge diesmal schwimmen und auch mit einem U-Boot auf Tauchstation gehen. Diese Abschnitte werden nie störend und später noch kreativer ins Spielgeschehen eingebunden. In klassischer 2,5D-Manier nutzt das Spiel viele kleinere Tricks, wenn man zum Beispiel hinter einer Kiste Deckung nimmt oder seitlich auf Plattformen raufklettert. Sie hatten hier viele Ideen, um Kernelemente von Limbo inhaltlich weiterzuentwickeln, es wird dabei aber nicht so schwer, wie man meinen könnte. Hier wurde mehr Wert auf die Inszenierung der abwechslungsreichen Hindernisse gelegt und man kommt recht zügig durch, ohne großartig aufgehalten zu werden. Ihr kennt vielleicht diesen Moment, wenn ihr genau wisst, was ihr an einer Stelle machen müsst, es aber gerade einfach nicht hinbekommt, weil immer irgendwas schief geht, ob es nun an euch oder an der Steuerung liegt. Limbo war sehr anfällig dafür und theoretisch sollte es Inside auch sein, da man hier auch nach einem Treffer stirbt. Diesmal ein ganzes Stück brutaler. Dieses Problem hatte ich bei Inside nicht ein einziges Mal. Das hat einen simplen, aber eindrucksvollen Grund. Das Spiel ist super intuitiv. Alles, was man im Spielverlauf machen soll, ist so selbsterklärend, man erkennt sofort an der Situation, was das Spiel von einem will und wie es mit der nicht komplexen Steuerung funktionieren müsste. Und so, wie man sich das vorher vorgestellt hat, funktioniert es dann tatsächlich auch. Hier zeigt sich deutlich, wo die ganze Entwicklungszeit reingesteckt wurde. Das unfassbar großartige Spielgefühl von Inside hat mich umgehauen. Man kann jetzt dagegenhalten und sagen, das Spiel wird dadurch zu leicht. Aber den Jungen durch die Level zu steuern macht so viel Spaß, dass ein höherer Anspruch dem nur im Weg stehen würde. Was auch nicht bedeutet, das Spiel wäre vollständig anspruchslos, das ist nämlich auch nicht richtig. Die Mischung aus hervorragender Mechanik und Herausforderung in den Leveln hätte kaum besser sein können. Hinzu kommt die fantastische Animationsqualität, die bis auf einige Clipping-Fehler ebenfalls kaum Luft nach oben hat. Der Junge hat zudem viele spezifische Animationen, um an festgelegten Punkten mit der Welt um sich herum zu interagieren. Technisch kann sich Inside allemal sehen lassen. Ich habe meine Zeit mit dem Spiel in vollen Zügen genossen.
Es weiß zu überraschen, allerspätestens dann, wenn aufgelöst wird, warum es überhaupt Inside heißt, und spielt sich schlicht und ergreifend toll. Da ist es umso trauriger, wie überraschend man zum Ende kommt und wie viel weniger intelligent es gegenüber dem von Limbo ist. Es endet ohne Vorwarnung abrupt und man fühlt sich im Nachhinein ein wenig im Stich gelassen. Klar, Limbo hatte ähnliche Probleme, aber wenigstens ein Ziel, das sich der Junge vor Augen hielt, während er sich vorwärts kämpfte. Inside fehlt ein solches Leitmotiv und fühlt sich daher bedeutungsloser an. Ein Grund, warum man vom Ende so überrumpelt wird, dürfte definitiv die Spielzeit sein. Ich habe für das gesamte Spiel fast exakt 2,5 Stunden gebraucht. Das ist nicht nur noch kürzer als Limbo, das ist auch allgemein gesehen sehr kurz. Und Wiederspielwert ist trotz einer Kapitelauswahl nicht gegeben. Und dafür möchte man aktuell 20 Euro haben. Und das finde ich super schade. Inside ist ein überragender Plattformer und konsequent gut, von vorne bis hinten. Niemals hat man das Gefühl, vom Spiel hängen gelassen zu werden oder in eine Leerlaufpassage geraten zu sein. Playdead ist ein sehr talentiertes Team, die jetzt schon 2-mal bewiesen haben, wozu sie fähig sind. Aber während Limbo auf dem PC mit 10 Euro startete und dafür sogar noch mehr bot, haben sie diesmal mit Inside ein riesiges Preis-Leistungs-Problem. Ich bin froh, Inside gespielt zu haben und möchte es euch gerne ans Herz legen. Aber der Preis ist eine schwere Last auf den Schultern des Spiels. Ob ihr so viel Geld für ein so kurzes, aber verdammt gutes Spiel ausgeben möchtet, müsst ihr selber entscheiden.